Wer von euch hatte denn dieses Jahr einen Security Nightmare? Licht bitte, sonst sehen wir die nicht. Also die Frage, wer eins hatte, nicht wer eins war. Nochmal. Also jetzt nochmal mit Licht, ne? Wer von euch hatte denn dieses Jahr einen Security Nightmare? Dass das so wenige sind, nehme ich euch nicht ab. Und bei welchen davon waren es die Schwiegereltern? Und wer war sein eigener? Aber immerhin ein paar, die es zugeben. Immerhin alle ehrlich. Von euch, die auf Facebook benutzen, wissen, ihr hättet jetzt aufzeigen müssen. Wie jedes Jahr, die Security Nightmares mit Ron und Frank. Berlin durchgestrichen. Hallo Hamburg. Hallo Hamburg. Moin, moin. Wir sind immer noch da. 16. Veranstaltung auf dem 32. Kongress. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass das der von Anfang an der Plan war, aber so weit denken wir auch nicht in die Zukunft. Das Bemerkenswerte ist, wir haben jetzt also 50% Marktanteil. Wir haben 50% Marktanteil. Wer hier gehört zur Kirche des Marktanteils? Da war einer. Okay. Okay. Kann noch jemand ausrechnen, wie lange wir brauchen, bis wir 90% Marktanteil haben? Oder ob wir es überhaupt erreichen können? Na, weiß das jemand? Was? 160 Jahre. Na gut, da haben wir noch was vor. Das wird schwierig. Aber bis dahin können wir ja dann vielleicht noch unser Bewusstsein irgendwohin hochladen. Und wenn dann keiner den Kryptokiefer vergisst, verbummelt. Ja, oder wenn niemand an den Quantencomputern rumpatcht. Ja? Ja. Gut. Also, willkommen auf dem Kongress. Ihr hattet hoffentlich eine schöne Zeit zu Weihnachten. Das, was andere Leute den Support-Marathon des Jahres nennen. Konntet euch erholen. Wer durfte dieses Jahr im Familienkreis noch ein Windows XP wegmachen? Ja. Ja. Das sind die wahren Helden. Ja. Wer durfte es nicht wegmachen? Oh, oh. Wer ist daran gescheitert, ja. Wer ist in der Firma daran gescheitert? Ja. Ja. Wir können eigentlich aufstehen und gehen, oder? Oh, fossile Betriebssysteme für 300. Genau, ich hatte dieses Jahr beim Aufräumen zwei Kisten in der Hand, also so zwei Kartons. Das eine war MS-DOS, ich glaube 3.3 und das andere war OS 2.1.3. Ich habe sie beide behalten. Es ging nicht, ja. OS 2 Warp konnte ich in den Mülleimer kippen, 1.3, das ging nicht. Okay. Wer von euch war auf dem Camp? Oh, anständig. Sehr gut. Es hat ja jemand alte Talks ausgegraben von dem ersten Camp. Das war vor 16 Jahren. Und da erzähle ich was zum Thema Suchmaschinen. Das ist hochgradig komisch, weil ich dann ins Publikum frage, so, na, und wer von euch kennt Alta Vista? Alle so, ja, na klar. Wer von euch kennt Northern Light? Jetzt frage ich euch mal, wer von euch kennt denn noch Northern Light? Oh ja, gut, also ganzes Dutzend. Und dann stehe ich da und sage, und dann gibt es jetzt so neue Konzepte. Das eine ist von einer Firma, die heißt Google. Und alle so, und wer ist das?
Also, Zeitreise. Wir sind wieder hier, wir haben wieder die Agenda wie immer. Wir wollen uns über Security Nightmares unterhalten, die wir haben wollen, weil sie vielleicht was ändern. Und über die, die wir nicht haben wollen. Und wir meinen natürlich nicht alles ernst. Müssen wir das heute schon dazu sagen, dass wir nicht alles ernst meinen? Ja, ich habe den Eindruck, manchmal muss man das dazu sagen. Okay, ja. Na gut. Manchmal sind wir ja sehr früh dran, ne? Dieses Jahr hat BBC davon berichtet, und zwar im Nachgang von diesem Jeep-Hack, dass es da eine Firma gab, die hat irgendwie so ein Proof of Concept in ihrem Labor gemacht, also zu sehen gab es wohl nichts, dass man über DAB, also diese Radiogeschichten, ins Entertainment-System in den CAN-Bus kann. Und das war, glaube ich, hier auf dieser Bühne, also nicht auf dieser Bühne, aber in dieser Veranstaltung vor ungefähr 13 Jahren. Damals eigentlich noch mit RDS, nicht mit DAB. Ach ja, stimmt. Ja. Also. Gut, wer hat denn dieses Jahr Ärger gehabt mit seinem Kühlschrank? Benutzt keiner von euch Google-Kalender auf seinem Kühlschrank? Das schien mir so die Nummer-1-Klage derer zu sein, die irgendwie einen Kühlschrank mit Ethernet haben, dass Google dieses Jahr die APIs geändert hat. Wer von euch hat denn einen Kühlschrank mit Ethernet oder WLAN? Wow. Nö, das waren letztes Jahr mehr da. Was ist denen denn passiert? Ich glaube, das Stichwort dazu lautet Soylent Green. Genau, die konnten den Kalendereintrag für diese Veranstaltung nicht lesen. Und haben das Tickets klicken vergessen. Einverstanden. Wer hatte Ärger mit Funksteckdosen? Okay, halbes Dutzend. Wer hatte Ärger mit Zigbee? Wer von euch weiß noch, was Zigbee ist? Ach doch, ja. Oh, mal hin, ja, okay. Ja, das gibt's schon. Mhm. Wo hieß es zu Hause, Papa, ich wollte aber eine Drohne haben zu Weihnachten. Und wer hat dann geantwortet, mein Kind, wir gehen einfach morgen in den Park und treten gegen einen Baum? Wir hatten letztes Jahr die Frage nach Personal Airspace Defense gestellt. Die Antwort ist jetzt auch klar, die sieht so aus. Das wäre vielleicht was für nächstes Weihnachten, für die Drohne für den kleinen Bruder. Drohnen pflücken im Park ohne Umweg über den Baum. Genau, Drohnen pflücken im Park. Es gab mal so ein Lied, irgendwie Tauben vergiften im Park. Mhm. Das könnte man ja mal neu mit irgendwie Drohnen, ja. Gut. Die Rückschau vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren war das Thema die WM 2006. Und wir haben fröhlich Witze gemacht über das Sicherheitstheater, das da auf uns zukommt und irgendwie mehr Kameras als Zuschauer und solche Sachen. Dieses Jahr war in Hamburg Olympia-Propaganda und ich sag euch vom Allerübelsten. Ja? Also da habt ihr Plakate gesehen, wo du dann Vater und Sohn mit Fahrradhelm in die Kamera grinsen siehst und dann steht da drüber, Olympia ist gut für die Infrastruktur. Und wer in Hamburg wohnt und Fahrrad fährt, Sonnenhals, ja, Sonnenhals. Aber das meinten sie doch gar nicht. Also du weißt doch, warum haben die Fahrradhelme aufgehabt? Wegen den vom Himmel fallenden Drohnen? Ja, ich meine, oder anderen kleinen Teilen. Ne? Also ich meine, in London hatten sie dann so eine Luftabwehr am Start bei der Olympiade. Genau, wenn sie wenigstens ehrlich gewesen wären und gesagt hätten,
Olympia, endlich wieder eine Flak auf dem Bunker auf dem Heiligen Geistfeld. So sah das in London aus. Deswegen Das ist Olympia in London. Deswegen hatten die Fahrradhelme auf. Das ist einfach nur nicht verstanden, das Plakat. Ja, stimmt. Auch auf Wohnhäusern, Raketenabschussrampen auf Wohnhäusern, gab da auch ein paar schicke Karikaturen. Also, aber es wurde ja abgewählt. Also. Was wir auch 2005 hatten, war RFID Tupperware. Also so Plastidosen für den Kühlschrank, die RFID-blockend sind, dass da sicherlich ein Bedarf für entsteht, weil manchmal muss man ja an seinem intelligenten Kühlschrank auch Dinge vorbeischmuggeln. Ja, weil ich meine, wenn der intelligente Kühlschrank dann halt irgendwie mit der Krankenkasse redet und sagt, ey, der hat sich schon wieder Baked Beans gekauft. Oder was macht dieses halbe Kilo Rindsbraten da hinten? Nicht gut, ne? Deswegen Tupperware, die Dinge vor dem Kühlschrank schützt. Genau, das war, glaube ich, in der Kategorie Geschäftsmodelle fürs nächste Jahr. Und ich glaube, die Firma Tupperware hat das nicht aufgenommen. Wir sind also maßlos enttäuscht. Aber ist es natürlich überhaupt kein Problem mehr, RFID-Bags also und Börsen und solche Sachen zu kaufen für den Reisepass und für den Personalausweis und all diese Dinge. Man muss die gar nicht vorher erst in der Mikrowelle toasten. Das fanden wir gut. Wir haben auch gesagt, irgendwie, wie ist denn das eigentlich mit Aluhüten? Unerschlossenes Geschäftsfeld. Unerschlossenes Geschäftsfeld. Da ist ja nichts passiert. Ich meine, zwischendurch gab es ein bisschen, glaube ich, Abhandlungen im Internet darüber, dass es sowieso falsch wäre, seinen Aluhut zu kaufen. Man müsste den selber bauen, weil man ja sonst nicht wüsste, was drin wäre. Da hätten Sie sich einen Aluhut. Ja. Also, ich glaube, auf dem Camp, gab es einen Workshop, ne? Ja, aber das Problem ist ja, dass die Wissenschaft ja festgestellt hat, dass Aluhüte problematisch sind, weil sie ja dafür sorgen, dass die gefährlichen Strahlen genau im Kopf fokussiert werden. Ja, also, das haben aber die nicht mitgekriegt, die jetzt losgegangen sind und eine Kickstarter-Kampagne gemacht haben. So sieht der Aluhut aus, wenn er fertig ist. Die läuft noch, die Kampagne auf Kickstarter, meine ich. Also, und jetzt mal im Ernst, das ist doch schick, oder? Genau. Also. Was? Ich meine, vielleicht senkt es deine durchschnittliche Kopftemperatur um 0,01 Grad. Wäre das gut? Weiß ich nicht, aber zumindest wäre es ein messbarer Effekt. Genau. War Flying und Wi-Fi auf der Langstrecke im Flugzeug war auch Thema vor 10 Jahren. Und dann ging das dieses Jahr auch wieder ordentlich durch die Presse mit irgendwie Flugzeuge angeblich seitwärts fliegen lassen und so. Und das war nicht mal mit Wi-Fi im Flugzeug. Der Typ hat sich wohl einfach das Kabel unterm Sitz gegriffen und da seinen Laptop reingesteckt. Und Frank sagte noch, Flugkontrollgeräte sollt ihr in Ruhe lassen. Peer-to-Peer und Firewall-Würmer, anständige. Hat jemand welche gesehen? Nein, du hast das falsch gefragt. Kennt jemanden, der jemanden gesehen hat? Genau, wir fragen nicht für einen Freund, sondern nach einem Freund. Okay, Peer-to-Peer-Firewall, ja. Ist noch. Mikro. Okay, also die Kurzfassung ist, es gab einen Wurm für Ubiquiti-Router, also Stations, der mit dem Flash gespielt hat. Ja. Okay, es dauert zu lange, wir haben nicht so viel Zeit. Gut.
Also geht einfach zu den Mikrofonen, wenn ihr was habt. Die stehen hier im Saal, dann kann euch auch alle hören. Okay. Gut, ja, also es steht noch offene Peer-to-Peer-Würmer, ist noch... Genau, muss noch was passieren. Ja. Dann anständige Schadensroutinen war die Frage. Und das ist ja hochinteressant, was sich da durchgesetzt hat. Man muss eigentlich sagen, dass sich bei den Schadensroutinen die Krypto-Trojaner durchgesetzt haben. Ne? Krypto-Locker. Ja, Krypto-Locker-Dinger. Mhm. Die kennt ihr alle, ne? Die sind häufig genug in der Zeitung. Die fängt man sich ein, dann verschlüsseln die Daten auf der eigenen Platte und nachdem sie damit fertig sind, dann sagen sie, möchtest du deine Daten wieder haben, dann schicke Bitcoins an diese Adresse. Sozusagen Encryption as a Service. Das ist halt das Neue, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Aber eigentlich ist es doch genau dasselbe, wie das, was Microsoft macht, ne? Key Backup. Woanders. Du, ich glaube nicht, dass sie das gut finden, dass du erklärst, warum Windows 10 Grad umsonst ist. Ich meine, man muss es doch mal aus Marketing-Sicht sehen, so Captive Markets, so mit irgendwie alle Leute installieren Windows 10, machen ihre Plattenverschlüssel an, der Schlüssel liegt bei Microsoft und nächstes Jahr, so 12 Monate sind rum, sagt Microsoft, ja, wir haben uns das anders überlegt, $99 im Jahr und dafür darfst du sogar deinen Plattenkey wieder haben. Also Captive Markets. Ja, wir können also nur hoffen, dass es der Firma Microsoft noch lange sehr gut geht. Weil, wer weiß, vielleicht machen sie es ja nie, aber die Insolvenzabwicklungsfirma? Stimmt, ja. Ich meine, die muss ja maximal verwerten. Genau. Jedenfalls, diese Kryptolocker sind insofern interessant, als dass sie ja quasi auch das Seal of Approval des FBI haben. Also das FBI hat gesagt, wenn du so einen Kryptolocker hast, dann zahl halt, weil der durchschnittliche Kundensupport und die Kundenzufriedenheit ist hoch. Also wenn man zahlt, dann kriegt man tatsächlich den Entschlüsselungsschlüssel zurück. Und wenn man sich so anguckt, was so aus der Malware-Analyse-Branche berichtet wird, dann sagen die halt auch so, ja, also wenn du da deinen Schlüssel verbummelst, so, dann gibt es halt richtig Ärger mit den anderen Anbietern in diesem Markt, weil da leidet ja die gesamte Branche drunter, nicht wahr? Das ist eine Branche, die sich selbst reguliert. Da funktioniert der Kapitalismus noch. Es ist ja auch technisch hochinteressant, wie die dann funktionieren. Ja? Also der Private Key, den man bräuchte, um die Daten zu entschlüsseln, der ist ja auf den Rechnern nie drauf, sondern die machen dann schön mit Public Key Verschlüsselung der symmetrischen Schlüssel, die auf dem Rechner verwendet werden und so weiter. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist das eigentlich transaktionssicher? Also machen die sich schon die Gedanken darüber, dass Kundenzufriedenheit in dem Fall ist ja das höchste Gut, ja, weil wenn die Kunden nicht zufrieden sind, dann kommen andere Leute und treten einem die Tür ein, also nicht die Kunden, aber die an der Qualität des Marktes interessiert sind. Und dann ist es ja ganz wichtig, dass man die Sachen erst mit einem symmetrischen Key verschlüsselt, nachdem man diesen Key schon übermittelt hat an den Command- und Control-Server, ja, damit die Sachen wieder entschlüsselt werden können oder so ähnlich. Also da stellen sich viele interessante Fragen. Bestimmt ein spannender Job. Gut. Das ist ein bisschen knapp Zeit. Genau, wir haben Spaß haben mit E-Government-Online-Formularen angesagt. Keine Ahnung, wie viele von euch durch den Nachbarn bei der GEZ angemeldet wurden. Das Problem ist ja eigentlich, dass wir ja eigentlich schon jetzt mittlerweile die nächste Welle haben. So in Berlin kriegt man ja keine Termine mehr im Bürgeramt, weil es da irgendwie so eine kleine Firma gibt, die sich auch noch gut dabei fühlt, die scrapen einfach von der Berliner E-Government-Webseite alle Termine weg und verkaufen die. Das heißt also, wenn man da hingehen möchte und sagt, okay, ich muss mal mir einen neuen Personalausweis holen, dann findet man einfach keinen Termin.
gibt es einfach nicht. Da kann man irgendwie sich dann morgens um 6 dahinstellen und mit den anderen Leuten, die keinen Termin gefunden haben, bis um 8 warten, um vielleicht einen Termin zu kriegen. Aber das ganze tolle E-Government ist sozusagen privatisiert worden. Na, also ist in einen Markt verwandelt worden. Und genau, wollen Sie einen Termin, in das, sogar mit zeitlicher Abhängigkeit, ne? Wollen Sie einen Termin in den nächsten 3 Tagen, dann kostet das mehr als in den nächsten 2 Wochen und so? Ja, und das führt dann teilweise mittlerweile dazu, dass Leute so richtig schon Strafandrohungen kriegen, weil sie versuchen halt sich einen Personalausweis zu holen und solange kein Personalausweis oder kein Reisepass mehr haben, einfach kein Personaldokument und die kriegen halt einfach keinen Termin und die weigern sich natürlich zu Recht zu sagen, ich zahle doch nicht an diese Schurken da. Ja, also das ist halt sozusagen die Privatisierung von E-Government. Die haben wir nicht vorher gesehen, glaube ich. Ja, wir haben das gesehen, die Webseite ist gerade irgendwie semi-offline. Genau. Okay, also dann gibt es das schon als Tool? Also früher gab es mal so Tools für eBay, so Sniper-Software. Das brauchen wir jetzt für Bürgerämter, alles klar. Die Abwasserüberwachung haben wir angesagt. Was wir dabei übersehen haben, ist das Problem der Sensorik. Sensoren zu machen, die man der Umwelt aussetzt und die dann lange halten, die sind schwierig zu machen und die sind teuer. Ich glaube, also das wird... Vor allen Dingen in der Kanalisation, ne? Ja, ja, vor allen Dingen in der Kanalisation. Also eigentlich Wahnsinn. Selbst Luftsensorik ist hochgradig komplex im Sinne von, man kann nicht einfach irgendwas für 2,50 kaufen, das an die Wand klatschen und das funktioniert dann ein Jahr lang. Das ist vorher korrodiert und kaputt. Wobei, da passiert gerade was. Und ich warte jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr darauf, dass die Leute von Safecast, die damals diese Open Data-Plattform gemacht haben für Geigerzähler und auch Software dafür, die man dann irgendwie für Fukushima verwendet hat, dass die mal mit Sensorik für Luft um die Ecke kommen, die man dann für kleines Geld kaufen kann. Also möglicherweise passiert das jetzt im nächsten Jahr oder im Jahr drauf und dann muss ich sagen, bin ich sehr gespannt, was hochpoppt und was uns das über unsere Umwelt erzählen wird, vor allen Dingen an den Stellen, wo das irgendwie mit den Transparenzgesetzen nicht so gut hinhaut. Na gut, da geht natürlich noch einiges andere. Ne? Stell dir vor, du hast einen Luftqualitätssensor im Hausflur und dann schickt dir irgendwie dein Datensystem eine Mail und sagt, hey, du solltest mal was mit deiner Verdauung machen. E-Health. Genau. Nee, aber ich denke irgendwie, ne? Weiß ich nicht, in Mannheim ist das doch bestimmt ein Hit. Warum in Mannheim? Oder in Ludwigshafen? Achso, in Ludwigshafen, ja, stimmt, ja. Stimmt. Da gibt es ja gelegentlich kleinere Sicherheitsschwankungen mit physikalischen Auswirkungen. War das dieses Jahr, wo in Hamburg größere Teile der Bevölkerung aufgerufen worden, die Fenster zuzumachen, weil da so eine lustige Wolke irgendwie über die Stadt zog? Mhm. Genau, das möchte man doch eigentlich in Echtzeit verfolgen können. Ja, der Umgang mit Sicherheitslücken, den haben wir schon 2005, hat sich nicht so viel geändert. Es gibt irgendwie drei Sorten Firmen. Es gibt die Firmen, die sind davon überrascht, die rudern dann halt irgendwie ein bisschen mit den Armen. Dann gibt es die Firmen, die reagieren professionell und tun halt, wie man es so tut, fixen das Problem, kommunizieren ordentlich, reden mit den Leuten, die es finden. Und dann gibt es die Firmen, die halt mehr so den Oracle-Style pflegen und halt die Rechtsabteilung in voller Kampfmontur losschicken, um sich über den Überbringer der schlechten Nachrichten zu ärgern. Hat sich nicht so viel geändert. Vielleicht die Quote der Firmen, die es professioneller machen, ist mittlerweile größer geworden. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Datenreichtum hieß 2005 noch nicht so. Da haben wir im Wesentlichen nur angesagt, es werden Datenbanken wegkommen, rechts und links. Und das ist natürlich nicht so schön ein- und einschlägig wie Datenreichtum, was ja dasselbe ist, werden Daten wegkommen links und rechts. So. Und aber für das Wort müssen wir uns bedanken. Bei wem eigentlich? Bei der Bundesregierung? Nee, bei so einer Consulting-Bude, die Bundesregierung damit infiziert hat. Ja. Okay, und die haben da kein Copyright drauf, denke ich, oder? Also das hätten sie sich mal schützen lassen sollen. Das ist ein tolles Wort. Datenreichtum. Okay. Das Internet-Normalitäts-Update,
2015, genau, machen wir jetzt ganz schnell. Noch ein bisschen schneller. Weil wir haben keine Zeit. Genau. Ein paar Zahlen. $1 Milliarde wurden über Cyberbank, Bankraub, Bank, wie auch immer. Genau, nee, in der Mehrzahl. Also Banküberfall. Banküberfall. 17 Millionen war wohl die höchste veröffentlichte Phishing-Überweisung. Und man denkt immer, wie zur Hölle kann das gehen? Und das liegt daran, dass es genug Firmen gibt, wo derjenige, der anweist, dass eine Überweisung zu tun ist, das nicht direkt im Online-Banking macht mit PIN und TAN, sondern der schreibt seiner Sekretärin und sagt, mach mal die Überweisung. Und die macht das dann. So. Das ist noch mehr als die 14 Millionen, die da einer beim Lotto rausgetragen hat mit einem Rootkit. 3 Millionen Kopfgeld für einen Botnetz-Admin. Hat das FBI ausgelobt. Genau, hat das FBI ausgelobt. Das Botnetz selbst, ich glaube, das war irgendeine Zeus-Variante, das soll $100 Millionen Schaden angerichtet haben. Wir reden hier also von 3% Kopfgeld. So, das heißt, diese Bankräuber, ja, wie auch immer. Später kam auch nochmal eine Schlagzeile, dass es nochmal, das weiß ich nicht ganz genau, nochmal 3 Millionen für den Entwickler des Botnetzes irgendwie gab. Aber vielleicht war das auch ein anderes Botnetz, ich bin mir nicht sicher, weil dann wären wir ja schon bei 6%. Tja, das Plasterrouter-Massaker ging dieses Jahr unvermindert weiter. Ja, unvermindert, oder? Ich meine, waren schon wieder alle in der Presse, oder? Wer von euch hat den Plasterrouter über Weihnachten abgedatet bei den Eltern zu Hause? Das sind zu wenige. Ja, das sind viel zu wenige. Also so die aktuellen Exploit-Kits für Plasterrouter kennen so über 50 Modelle. Und die meisten dieser Plasterrouter sind nicht besonders gut geupdatet. Ja, ich habe inzwischen schon so einen Zettel an der Wand, wo drauf steht, welches Familienmitglied welchen Router hat. Ja, ja. Genau, es gibt auch welche, da gibt es kein Update, das stimmt, da muss man dann die Hardware updaten. Dazu kommen wir noch, da haben wir noch was. Die Einschläge kommen auch an anderer Stelle näher, das wollten wir nur mal erwähnen. OS X ist jetzt bei 15% in den USA oder so, das heißt, aber das sieht man auch an den Schlagzeilen, oder? Diese Lücke gefunden, jene Lücke gefunden, das ist jetzt... wird jetzt relevante Malware-Plattform. Genau, wird jetzt relevante Plattform. Also vor allen Dingen frage ich mich, warum noch nicht früher, ne? Weil typischerweise haben noch so Apple-User eigentlich mehr Geld. Das heißt also im Wesentlichen müssten sie doch einen überproportionalen hohen Marktanteil haben. Fefe würde sagen, sind doch überproportional dümmer. Insofern sollten sie doch eigentlich... Ich glaube, dass in der Allgemeinheit und wahrscheinlich auch bei den Trojaner-Entwicklern verbreitete Bild ist, das sind alles arme Künstler. Ah. Das sollten wir wohl noch aufrechterhalten. Das sind alles arme Künstler, gibt es nichts zu holen. Genau. Die Symbolschlagzeile hier, dieses 500 Millionen Android-Devices da draußen sind verkauft worden, werden von Leuten benutzt, werden schön mit Datenfolge, saugen sich schön mit Daten voll, ne? Und die Löschfunktion funktioniert nicht. Also man kann es nicht wipen, jedenfalls nicht ordentlich. Genau, also wipen. Ja, mit dem Hammer, ich empfehle, Termit. Persönlich empfehle ich Termit. Allerdings. Bei Telefonen ist es ein bisschen schwierig. Die Plaste, die verbrennt, ist dann schon echt ganz schön doll eklig. Aber so die Scheiben von Festplatten geht super. Kann man nur empfehlen. Genau. Das ist eigentlich Symbolschlagzeile oder so, das sind halt die 500 Millionen Devices, die dann irgendwie auf eBay sind, wo man dann noch die Daten runterkratzen kann, bevor man sie neu aufsetzt oder so und meistbieten, versteigern, whatever, was da passieren wird. Die sind dann billiger auf eBay. Genau, also das Problem ist ja, die werden dann weiterverkauft, ne? Verschwinden nicht in der Schublade oder werden in den Restmüll entsorgt. Und was ist das eigentliche Problem? Also ich meine, warum werden die weiterverkauft?
Na, weil man da die Batterie auswechseln kann. Na, na, was? Und das ist offensichtlich ein großes Problem und ihr habt alle mitgekriegt, dass die Firma Samsung da schon was gegen tut, oder? Das neue Modell gibt es nicht mehr mit auswechselbarer Batterie. Wie? Das ist ein Hygienefaktor. Das ist dem Publikum egal. Die sind alle keine iPhone-Opfer, glaube ich. Okay. Findet ihr gar nicht witzig, oder? Ich meine, das ist das Betriebssystem, wo die Telekom schon losgeht und sagt, ich glaube, MMS schalten wir mal lieber ab, da gibt es gerade einen Bug. Dann schalten die da das, ihr komplettes Netz in den Glänzeblümchen-Modus, ja, weil es da verwundbare Androids gibt. Na ja, gut, also ich meine, MMS abzuschalten, also wenn ich irgendwas zu sagen hätte bei so einem Telco, so WAP und MMS abschalten, wäre ungefähr so meine zweite Amtshandlung nach dem Kaffee holen. Also. Ja, das stimmt. Einbrüche bleiben im Schnitt 200 Tage unentdeckt. Beachtet bitte, dass es hier selbstverständlich um Cyber-Einbrüche geht. Ein Cyber-Einbruch ist ein Cyber-Ding im engeren Sinne, glaube ich. Ja, das zählt im engeren Sinne, ja. Ja, die Zeit zwischen jemand veröffentlicht einen Patch für irgendwas, halbwegs Relevantes, und es gibt einen Exploit, öffentlich, so in Metasploit oder ähnlichen, ist mittlerweile nicht mehr Tage, sondern Stunden. Ja, also wir sind halt, glaube ich, unter 24 Stunden bei relevanten größeren Systemen mittlerweile. Und toll! Weil das hat halt interessante Implikationen. Die erste Implikation ist, also wenn man halt so ein großes Unternehmen hat, hat man eigentlich nicht mehr wirklich Zeit, den Patch zu testen. Ja, dann kann man auch so Patch and Pray, mehr ist da nicht zu sagen. Weil ob die Unternehmenssoftware noch weiter funktioniert, die kann man nur noch so kurz mal schnell. So. Und wenn der Patch irgendwie doof kommt, irgendwie an, sagen wir mal, einem Freitagabend zum Beispiel, weil ist halt doof, dann kann es mit dem Test noch ein bisschen kürzer laufen. Aber was mir dann so auffiel ist, wenn man sich so die Patch-Zyklen von sowas wie Adobe Flash anguckt und die in denselben Graph eintragen würde, dann würde man feststellen, dass sozusagen der Patch-Zyklus von Adobe Flash wird immer kürzer und die Zeit von irgendwie Patch bis Exploit wird auch immer kürzer. Irgendwann muss es dann so eine komische überlappende Kurve geben, denn man sozusagen den einen Exploit noch nicht patchen konnte, weil man noch testen musste, dass irgendwie die Health-App noch funktioniert oder so. Und Abbruch. Genau. Spam ist ein bisschen zurückgegangen. Es sind jetzt nur noch 49% aller Mails Spam. Dafür ist jetzt Spam bei 4% mit Malware. Also das war früher mal 1%, irgendwie 2013 oder so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das heißt jetzt irgendwie 2% aller Spam, aller Mail mit Malware. Wow. Und was ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe, war Multi-Exploit-Malware. Also wo 4 verschiedene Exploits an einer Malware-Mail dranhingen. So einfach so, ja. Hast du bei dir gesehen? Ja. Ah ja, die hatten es aber dann echt eilig. Ich glaube, die wollten einfach nur nicht so viele Mails verschicken. Die dachten auch an meine Inbox, so, weißt du, ich meine. Und an die Umwelt, ja, denk mal an die Umwelt. Ich meine, das kostet alles Geld. Irgendwo muss dieser Spam auch gespeichert werden. Genau. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Ha? Mhm. Also, Rückschau. E-Government. Das US Office of Personal Management, ne? Mhm, Personal korrekt. Management. Ja. Hat 22 Millionen Akten verloren. Das waren wohl alles Personalakten, wenn ich das richtig verstanden habe. Zwischendurch gab es da irgendwie Unsicherheiten, ob da Bürgerakten oder alles Personal oder vielleicht nur Leute, die sich mal beworben haben oder auch alle davon. Dann kam raus, da waren auch Fingerabdrücke mit dabei, so 5-6 Millionen. Also von 5-6 Millionen Individuen, nicht Fingerabdrücke. Und wenn so Personalakten, was wird da schon drinstehen?
ja, da waren die Bewerbungen drin für die Leute, die eine Security Clearance haben wollten. Zum Beispiel beim Geheimdienst. Ja. Mit allem dessen, was sie da ausfüllen müssen, um ihre Security Clearance zu kriegen. Also alles. Ja, das ist Datenreichtum. Und was kriegen diese Mitarbeiter dann? Die kriegen dann ein Jahr Credit Card Credit Monitoring. Ob jemand ihre Kreditkarte missbraucht, umsonst geschenkt. Was? Nee, ich meine, das ist das, was China mit diesen Daten anfangen wird. Ja, ihre Kreditkartendaten irgendwie missbrauchen, mit Sicherheit. Total hilflos, oder? Total hilflos. Ja, die Crypto-Wars dieses Jahr. Genau, dieses Jahr, beachtet bitte, dass wir hier nicht schreiben, die Crypto-Wars 3.0. Sondern wir haben beschlossen, dass wir jetzt Jahreszahlen einführen, weil sonst kommen wir durcheinander. Na. Da haben wir kurz überlegt, ob wir, wenn wir über die Crypto-Wars 2015 reden, ob wir dann Crypto-Wars 3000 schreiben sollten. Oder My Crypto-Wars? Nein. Oder Crypto-Wars El Capitan? Also ich finde ja so Codenamen finde ich eigentlich ganz hübsch, so, ne? Irgendwie so Crypto Wars Tiger oder so. Ja, also gut, die Crypto Wars wurden auf dieser Veranstaltung schon etwas hinlänglich besprochen. Werden wir uns nächstes Jahr auch noch mit beschäftigen müssen, da kommen wir gleich noch zu. Die Dinge sind eigentlich klar. Wir haben immer das Gefühl, in so einer schlechten amerikanischen Serienwiederholung zu sitzen, so, ne? So was man so. Wenn man so 14 war und irgendwie im Bett gelegen hat und es krank war und im Fernsehen gab es nur 3 Programme und auf einem davon liefen immer dieselben Serien in der Wiederholung. Ungefähr so kommen mir diese Crypto Wars vor. Das ist das Symbolbild dazu. Ich meine, den Hintergrund kennt von euch jeder, ja? Die TSA, die ja zur Regierung gehört, die hat ja schon Hintertüren zu jedem Koffersystem da draußen, also die Transport Security Agency, ne, die für die Sicherheit an den Flughäfen zuständig ist, die hat ja schon Hintertüre mit Schlüsseln und diese Schlüssel haben sie in dieser Qualität in die Kamera gehalten. Das dauerte dann ungefähr weniger als einen Tag, bis es die entsprechenden 3D-Modelle davon gab, zum selber drucken oder feilen. Aber die TSA meinte dazu, naja, also sie betrachtet es nicht als Sicherheitsproblem, weil diese Schlösser ja sowieso nicht dafür da waren, irgendwas zu sichern. Die sind ja nur dafür da, einem ein gutes Gefühl zu geben. Das überspringen wir jetzt einfach. Ihr wisst, was wir meinen, ne? Ihr wisst, was wir meinen. Ja, BlackBerry. BlackBerry ist nach Nokia der nächste Fall von Corporate Suicide in der IT-Industrie. Nachdem sie jetzt, also es geht der Firma ja nicht so gut, und nachdem sie ja irgendwie sich lange Zeit positioniert haben als so, ja, wir machen das mit der Mobilsicherheit ganz doll, ganz stark, alles super verschlüsselt und so, hat dann dieses Jahr der, ich glaube, irgendein CEO-Level-Officer da von denen, also irgendein Vorstandsmitglied, ein Interview gegeben, meinte so, ja, BlackBerry sei halt ganz fortschrittlich, weil die machen das mit der Privacy balanced. Ja, das heißt, sie balancieren die Privatsphärenanforderungen ihres Nutzers gegen die Sicherheitsanforderungen des Staates. Viel deutlicher kann man, wir haben da eine Backdoor drin und wir rücken sie auch raus, kaum noch sagen. Also, naja, ist echt schade drum, einzige Telefone mit Tastatur, aber. Ja, das war's dann wohl. Ja. Ja, das ist die Geschichte, dass Private Keys irgendwie rechts, links, geradeaus, vorn, hinten, oben, unten verloren gehen. Ja, die einen Hersteller lassen sie in den Kameras, in der Kamerafirmware liegen, die nächsten im Router, die übernächsten. Laden sie auf GitHub hoch. Ja. Oder in gepasteten Beispielcode auf Stack Exchange.
Ja. Auch ganz super. So. Ist einfach nicht verstanden, was das ist und deswegen wird das auch nicht aufhören. Ja. Ja, Datenverbrechen wurden dieses Jahr umbenannt in Datenreichtum, weil es ist so viel schöneres Wort, klingt viel positiver, hat nicht so diese negativen Konnotationen. So, es klingt nach Fortschritt, Optimismus, Frieden, Glück, strahlend blauem Himmel. Genau. Ich glaube, Barbie, also Mattel hat letztes Jahr oder war das auch dieses Jahr eine Kamera rausgebracht mit, eine Kamera rausgebracht, die mit aussah Puppe wie eine Barbie. Also die eine Puppe rausgebracht mit Kamera hier vorne in der Brust, so, damit man dann, was? 2010. Und das gab relativ schnell einen ziemlich lauten Aufschrei und dann war die, glaube ich, auch ganz schön schnell wieder weg. Und hier haben die erst noch einiges an Reviews gekriegt, wo die Leute dann gesagt haben, naja, ist vielleicht so ein bisschen creepy, wenn die Barbie zuhören kann und dann mit der Cloud spricht und dem Kind antworten kann. Ne, so ein bisschen creepy vielleicht. Dann hat irgendjemand das Privacy Agreement gefunden, was da angeklickt wird, wo dann drin steht, dass das irgendwie alles gespeichert werden kann und übersetzt werden kann, also transkribiert werden kann. Und ich glaube, das ist sogar ein Feature gewesen, ne? Also dass die Eltern kriegen dann zugeschickt, worüber sich das Kind mit der Puppe unterhält. Okay, das war mir entgangen. War das ein Feature? Das Publikum sagt, das war ein Feature. So, und dann geht's los. Dann geht's los, ja. Das ist ja vielleicht ganz lustig dann zu lesen, wenn das Kind dann mal mit der Puppe redet und ansonsten, ne, wie war es in der Schule? Aber wenn es dann losgeht irgendwie und das Kind mit der Puppe spricht und sagt irgendwie, sag mal, Barbie, ja, die harmlosen Sachen, warum können wir uns eigentlich kein großes Auto leisten? Okay, warum ist denn die Mama immer so schlecht gelaunt? Okay. Warum, wenn wir heute ganz lieb sind, kriegen wir vielleicht keine Schläge, bevor wir ins Bett müssen? So, und da geht's los. Was machst du mit dem Datenreichtum? Ja? Das steht in der U-Bahn in England. Ja? If you see something, say something. So, und die Frage ist jetzt, an welcher Stelle wird dann die Firma Mattel verklagt, in 12 Jahren von den Kindern, die dann erwachsen sind und sagen, ihr habt es gewusst. Ihr habt es gewusst und ihr habt nichts gesagt. Also wenn ich deren Rechtsabteilung wäre, dann hätte ich, glaube ich, könnte ich nicht schlafen. Nee, ich glaube, ich würde die Daten zumindest nicht aufheben. Das macht ja dann die Vorratsdatenspeicherung für die. Oder sie zumindest in einen Krypto-Locker tun. Wir konnten die Daten nicht auswerten, sie waren verschlüsselt. Ja. Das ist ja das, was Apple im Moment sagt. Wir können die Daten nicht auswerten, sie sind verschlüsselt. Aber ich glaube, auch die haben gemerkt, dass sie da auf einem gewissen Datenreichtum sitzen und damit möglicherweise was tun müssen, vielleicht, weiß ich nicht. Es gab ein Interview mit dem Apple COO, das ist der Chief Operating Officer, also Tim Cook, der war das vorher. Und der hat sich geäußert zu der Apple Watch, weil da ist er Chef von, und zu HealthKit. Und HealthKit ist diese Plattform für das Verarbeiten und Speichern von gesundheitsrelevanten Informationen auf iOS. Und das ist auch inzwischen Open Source gemacht worden. Und da haben die so Zusammenarbeiten mit größeren Kliniken und da verschiedene Apps entwickelt. Und die sagen dann, wir haben da, ich weiß nicht mehr, was das Beispiel war. Das Beispiel war irgendwie eine Krankheit, ich glaube sowas wie Parkinson. Parkinson war es, ja. Wo
es besser ist, vorher Bescheid zu wissen, weil man dann die Krankheit bremsen kann, ja, bevor es richtig schlimm wird. Also das allerschönste Szenario. Und die haben dann da Daten von Leuten, von denen sie wissen, dass sie eine Diagnose haben, also von denen sie wissen, dass die wissen, dass sie Parkinson haben. Und sie haben Daten von Leuten, wo sie nicht wissen, ob die eine Diagnose haben, aber sie können sagen, die haben wahrscheinlich Parkinson. So, was machst du jetzt damit? If you see something, say something. Oder machst du es lieber nicht, weil dann wirst du verklagt, weil die kriegen alle ein Herzkasper? Ja, oder so, oder die, wie auch immer. Und was machen die da in Island? In Island haben sie ein ähnliches Problem. Da haben sie aus den Datenbanken, wo ein Großteil der isländischen Bevölkerung DNA sequenziert ist, können sie halt natürlich Informationen über die Verwandten ableiten. Ja, also die möglicherweise nicht gesagt haben, wir würden gerne in diesem System erfasst werden und wissen jetzt halt bestimmte Marker. Und ich glaube, die Diskussion ist so geendet, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen den Hausarzt dazwischen zu schalten und zu dem Bescheid zu sagen und zu sagen, okay, lieber Hausarzt, bei diesem Patienten wäre es vielleicht angebracht, irgendwie diese und jene Tests halt irgendwie durchzuführen. Schwieriges Thema. Also genau, da stellen sich interessante ethische Fragen und ich glaube, da kratzen wir erst an der Oberfläche. Mhm. Bemerkenswertes. Gut. Ah, kennt ihr noch nicht. Immer mehr Firmen sehe ich mittlerweile in den Firmen-Images, also halt, was so default man sich auf den Rechner installiert, wird ein Adblocker. Umfrage, wer kennt eine Firma, die Adblocker im Firmen-Image hat? Bild, ja genau, da gab es dieses, ja, den Screenshot, genau. Bild hat wohl Adblocker. Wer kennt eine Firma, die Adblocker im Image hat, die mehr als 10.000 Mitarbeiter hat? Okay, halbes Dutzend. Ja. Wer kennt eine Firma, die mehr als 20.000 Mitarbeiter hat? Und im Image? Immer noch ein halbes Dutzend? Ja. Also okay. Ich habe es halt häufig auch so bei Mittelständlern gesehen, große Mittelständler, kleine Mittelständler, yeah, hoch und runter. Ist halt eigentlich ein No-Brainer, ne? Also macht halt irgendwie den Internet-Traffic runter, die Leute klicken nicht mehr den ganzen Tag auf der Bild-Zeitung rum, tut also auch was für die geistige Hygiene. Und man ist 80% der Browser-Malware los. Man spart auch noch Internetkosten. Ja, und man spart auch noch Internetkosten. Ja, ne? Wahnsinn. Also. Und die Leute geben weniger Geld aus, ne? Die gehen besser mit ihrem Gehalt um. Also brauchen sie nicht so viel Gehalt. Eigentlich tut der totale No-Brainer. Okay, das Backdoor-Massaker geht weiter. Ich meine, wollen wir dazu noch, ach so, vielleicht den Reuse? Ach genau, das ist ja sozusagen, wir hatten ja so Backdoors in so diversen Systemen, haben wir schon länger. Aber was wir jetzt hier haben bei Juniper, war ja Backdoor-Recycling. Na, da war ja eine Backdoor drin und dann ist jemand hingegangen und hat nur so ein paar Kernparameter geändert und eine existierende Backdoor recycelt. Sehr umweltschutzfreundlich, spart Ressourcen, muss man nicht so viele Entwickler ransetzen. So. Genau, das war, vorher dachte die NSA noch, das ist ihre Backdoor und plötzlich kam sie dann nicht mehr rein, es war die Backdoor von jemand anders. Also ich meine, das schreibt sich alles von alleine, ja, man muss da überhaupt nichts mehr zu sagen, die Realität liefert die Beispiele, dass man sich echt fragt, irgendwie die Crypto-Wars, die kann man eigentlich nicht mehr verlieren, wenn das, was real passiert, irgendeine Relevanz hat. Aber dann schaut man sich den amerikanischen Wahlkampf an und denkt, das hatten wir erst als Geschäftsmodelle für 2016, Krypto-Trojaner as a Service, aber das gibt's ja längst. Ja, tja, weitermachen, wir sind wahrscheinlich inzwischen auch mandantenfähig, da gibt's nichts mehr zu tun. Ja, einer der bemerkenswerten positiven Trends
ist ja, dass die großen Internetfirmen mittlerweile alle, bis auf Apple, Security-Abteilungen haben, die halt auch anfangen, nicht nur Bugs bei sich selber, sondern auch bei anderen Firmen zu jagen. Wohl nach dem Motto, wenn die Leute weniger Web klicken, klicken sie weniger Werbung, sind jetzt also auch Google und Facebook dabei. Generell was für das Security-Ökosystem zu tun. Aus meiner Sicht eigentlich eher ein positiver Trend, also zumindest irgendwie eine der produktiveren Verwendungen von Werbeeinnahmen. Auf jeden Fall. Also zwischendurch habe ich das Gerücht gehört, dass Microsoft sich das jetzt erst traut, weil sie darauf zeigen können, dass andere Leute auch Marktanteile haben. Gut. Eine Goldgrube. Ne, wer mal sehen will, was heutzutage so im Arsenal ist, schaut euch das nochmal an. Rowhammer fanden wir schon, wisst ihr noch, was Rowhammer war? Nee? Doch, okay. Also Rowhammer war, man kann Speicherzellen durch Nutzung benachbarter Speicherzellen beeinflussen. Und das fand ich schon ganz schön knaller. Also es war schon klar, dass irgendwie so in so Hardware merkwürdige Dinge lauern, aber dass man es tatsächlich produktiv benutzen kann, fand ich schon ziemlich funky. Da wird bestimmt noch mehr kommen. Ja, das ist alles, genau. Ja, und dann, damit gehen wir hier raus, oder? Das ist der Hammer gewesen. Das war das hier. Wir geben dir $50 jeden Monat, wenn du diese Box zu Hause in dein Netzwerk steckst. Das sieht doch total seriös aus. Was kann da schon schiefgehen? Und dann denkst du drüber nach und denkst, $50 wollen die rausrücken? Plus die Box, plus irgendwie das Shipping und so weiter, wahrscheinlich Helpdesk, ja? Das rechnet sich doch nicht. Das rechnet sich doch nicht. Ich meine, die klauen deine Kreditkarte, was ist das wert, $30. Dann klauen die noch die Logins zu Minecraft und diesen anderen Spielen, was ist das wert, nochmal $30. Da hast du mal gerade die Box bezahlt, noch nicht mal die erste Rate. Und so weiter, also das rechnet sich doch nicht. Also ich glaube einfach, die werden dir einfach die $50 nicht geben. Die werden ja sagen... Meinst du? Meinst du, die geben mir die $50 nicht? Nein. Ach doch, vielleicht sagen sie dir dann sowas. Ja, es hat nicht so ganz geklappt, aber steck den doch nochmal in deiner Firma ran. Das ist ganz, ganz eindeutig. Haben Sie die Box gekriegt? Ja, können Sie mal ins Netz stecken? Ja. Ja, jetzt müssen wir erstmal eine Woche warten, ob das irgendwie auch funktioniert. Dann schicken wir den Scheck los. 2 Wochen später, wie ihr, der Scheck ist noch nicht angekommen. Ja, nee, dann lassen Sie noch mal stecken, der Scheck ist unterwegs. Ja, wir haben festgestellt, wir konnten kurz mit der Box sprechen, aber Ihr Internet ist total schlecht. Sie sollten mal mit Ihrem Internet-Service-Provider sprechen und vielleicht stecken Sie die mal in der Firma. La, la, la. Und am Ende... 42 Millionen Phishing-Mail-Überweisung. Gott. Immerhin hast du eine schöne kleine Box. Aber es versucht mal einer. Ich bin ja baff erstaunt, ja, mit einer. Wow. Hm, wow. Okay. Wir haben noch 7 Minuten für das ganze nächste Jahr. Okay. Ein bisschen überziehen müssen wir wohl, aber nicht viel. Wir versuchen das. Ja. Die Kategorie böse Hardware, was ja dasselbe ist wie Software. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass es ja schon Geräte gibt, die verkauft werden und die offensichtlich zu billig sind und es deswegen eine Zweitverwertung geben muss. Die telefonieren, das hat man dann auch festgestellt, die telefonieren nach Hause, geben die Daten vom User ab. Das ist natürlich erst der Anfang. Weil mittlerweile kann man ja an so großen, komplexen Geräten auch mehrere Parteien beteiligen. Also wenn man sich jetzt so ein Notebook, ne? Da haben wir dann die Leute, die die Hardware bauen, die das Ethernet-Interface bauen, die die Firmware schreiben, die das Betriebssystem machen, die die Grafikkarte bauen. Und alle bauen sie ihre eigenen Telefonier-nach-Hause-Services ein. Und kann man sich so vorstellen wie so ein Mobiltelefon. Also wenn man so ein Standard-Mobiltelefon, so Android oder so nimmt und da mal ein paar Apps installiert und es einfach nur liegen lässt, dann ist der Datenvertrag ganz schnell alle. So. Weil die telefonieren halt alle nach Hause und so ähnlich wird es dann halt auch mit unseren Internet of Things. Genau.
Also diese Entwicklung, die eigentlich zwangsläufig ist, weil irgendwie muss man ja den Preiskampf bestehen, gekoppelt mit einem anderen und mehreren anderen Dingern, so in dieser Richtung. Es gibt Leute, die haben dieses Schild in A3 ausgedruckt und an Halloween nach draußen gehängt. Also, das ist alles pre-owned auf mehreren Ebenen. Da läuft sowas drauf. Das ist nicht gepatcht. Es gibt keine Update-Funktionalitäten. Und da kann dann hoffentlich nur eins rauskommen. Nämlich the Internet of Staubfänger. Bist schon, Staubfänger sind diese ganzen Kisten, die irgendwie irgendwann so eine Patina von so grauem Staub kriegen. Darunter sieht man noch so die LEDs so ein bisschen durchschimmern, aber sie laufen halt noch so, was so sich so in so die, in der Kammer, so da wo das DSL ankommt, so anhäuft mit der Zeit. So, und die. Die gute Nachricht ist, Power over Ethernet hat irgendwie noch fast keiner, außer natürlich viele Firmen. Und diese Netzteile sind alle so schlecht, die sterben so früh. Oder verursachen einen Hausbrand. Ich sprach dann neulich mit so einem Feuerwehrmann und hab den gefragt, so, was sind denn so die häufigsten Ursachen von Hausbränden? So, und der meinte so, naja, so hier irgendwie das typische Küche, Weihnachtsbaum, so diese Dinge, irgendwie kokelnde Kinder, und dann so auf Platz 4 oder 5 kamen, ja, diese Wandwarzen, ne? Also diese Steckernetzteile, die halt irgendwie abbrennen. Genau. Ja, haben wir aber gleich noch einen Lösungsvorschlag für den Internet, for the Internet of Staubfänger. Böse Netze, Netzneutralität. Haben wir jetzt nicht mehr so richtig? Ja. War es jetzt langsam? Wird auch erstmal noch schlechter, bevor es wieder besser wird oder so? Falls. Ja. In den Rechenzentrum kommt the Software Defined Evil. Ja? Du siehst es, glaube ich, zu negativ. So Software, die, also ich meine, so Software Defined Networks sind eigentlich total toll, ne? Da kann man dynamische Segmentierung machen, das ist das, was du meinst? Ja, und jeder kann dynamische Segmentierung machen. Und außerdem hat man noch mehr zu patchen. Das ist auch super. Genau. Naja, ist die Realität. Ne, tatsächlich haben wir irgendwie in Deutschland jetzt mit diesem Flüchtlingsausweis, die sind halt die Beta-Tester dafür, wie sich die Regierung in Zukunft E-Government vorstellt. Ja, also, dass man halt einen Ausweis für alles hat, mit dem man alle Dienstleistungen des Staates in Anspruch nehmen kann, hat positive und negative Seiten. Sollten wir darauf achten. Ja. Die interessante Frage ist irgendwie, wo da positive Potenziale stecken. Ja? Also, ob diese Notwendigkeit, dass man da einfach mal irgendwie 1 Million oder mehr Leute extra durchs Bildungssystem durchschieben muss, weil das irgendwie die einzige Chance ist, dazu führt, dass da mal Sachen passieren, die positiv sind. Da bin ich, muss ich sagen, sehr gespannt. Genau. Damit kommen wir dann zu dem Thema Lifestyle Management. Lifecycle. Ist das nicht dasselbe? Ja, auf irgendeiner Ebene schon. Ne? Also wenn dein Lifestyle nicht passt, dann ist dein Lifecycle zu kurz oder so ähnlich. Steht dann da Soylent Green am Ende oder was? Also, nur wenn du dich ordentlich vegetarisch ernährt hast, weil sonst bist du kein gutes Soylent Green. Corporate City States, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sich eigentlich ihre Bürger aussuchen. Und die Frage ist irgendwie, was werden sich da oder was können sich da eigentlich Staaten schon abgucken von dem, was man heutzutage für Mitarbeiter schon machen kann? Ja, also Employee Lifecycle Management ist ja ein Thema, nicht mal nur negativ besetzt aus meiner Sicht. Da gibt es ganz spannende Aufsätze von Leuten, die irgendwie sagen, dass irgendwie ein Mitarbeiter, der tritt halt in eine Firma ein, der bleibt da eine Zeit und dann geht er wieder. Und dann soll der bitte gehen und nicht irgendwie gefeuert werden oder so, sondern der soll sich dann wohlfühlen, auch wenn er geht. Recycelt wird. Und da muss man mal sehen, was sich da aus dem, was in Firmen schon möglich ist,
vor allen Dingen amerikanischen Firmen vielleicht, weiß nicht, oder und englischen, wo die Strukturen andere sind. Und was man dafür für Bürger übertragen kann. Es gibt da so zwischendurch so ein bisschen Abfall. Und ich habe da nämlich gesehen, war dieses Jahr ein Artikel in Wired über so Web-Services, denen man irgendwie E-Mail reinkippt oder sein Facebook-Stream oder Twitter oder whatever. Und dann machen die Profiling, ja, für zu Hause. Also Profiling von Leuten, von denen man E-Mail bekommen hat, für zu Hause und machen dann Vorschläge dafür, wie man denen antwortet. Ja, damit ganz klar ist, dass man irgendwie den Can-Do-Must-Have-and-Go-the-Extra-Mile Leuten dann irgendwie antwortet mit kurzen Sätzen, 2 Ausrufezeichen wird empfohlen, ja, und ja, solche Sachen. Für zu Hause, ja, schon mal nicht schlecht. Geschäftsfelder. Genau, Automata-Ethiker. Das ist so, wer so ein bisschen philosophisch veranlagt ist, das ist so für die nächsten 3 bis 5 Jahre die absolut sichere Jobgarantie, wenn man so eine leichte Bullshit-Veranlagung hat. Genau, also wir hatten das eben schon, irgendwie, was ist irgendwie, darf die Uhr Sachen verraten? Wir hatten das mit dem Kühlschrank, darf der Kühlschrank Sachen verraten? Wem darf was verraten? Ja. Aber das sind ja ernsthafte Fragen. Also diese Leute beschäftigen sich ja eher mit solchen Fragen wie, du hast ein autonomes Fahrzeug, links eine Oma, rechts eine Oma, in der Mitte einen Kindergarten, wen überfährst du? Und also so diese lustigen, konstruierten Probleme, die halt so aus der Philosophie Erstsemester in so automatisches Fahren übertragen, wo man sich dann so fragt, so, und naja, ich meine, saßt ihr schon mal in so einem autonomen Fahrzeug? Habt ihr es schon mal euch angeguckt? Habt ihr da mal angeguckt, wie solche Software funktioniert? Die hat halt irgendwie einen roten Kasten um die linke Oma, einen roten Kasten um die rechte Oma, einen großen roten Kasten um den Kindergarten in der Mitte und die fährt in keins von den dreien rein. So. Die nächste Frage ist ja, also das sind 1A-Nebelkerzen. 1A-Nebelkerzen, ja, auch die harte Frage, ob man links jemanden totfährt oder rechts jemanden totfährt, wenn man überhaupt schon mal viel kürzere Reaktionszeiten hatten als ein Mensch, ja. Und diese Frage überhaupt zu stellen, wenn jeden Tag wie viele Leute in Deutschland im Straßenverkehr sterben? Alle 2 Stunden einer, ne? Nee, es sind irgendwie egal. 3000 viele. Im Monat oder so. Nee. Was? 300? Nee. Alle 2 Stunden ungefähr einer. Ja. Gut, also, da geht noch was, aber nicht so lang. Ja, und dann gab es Honeypots. Gab es Honeynetz, dann gab es einen Honeyzug. Ja, hat jemand irgendwie einen Zug am Internet simuliert und sich dann angeguckt, wie der angegriffen wird? Also es gibt auch so lustige Kernkraftwerkssimulatoren, ne, die man auch ans Internet hängen kann. Die sind alle echt, das sind alles die echten Kernkraftwerke. Ey, glaub bloß nicht, das sind Simulatoren. Und Hochofensimulatoren gibt es auch. Das ist bestimmt die Ausrede von dem, der da das Ding kaputt gemacht hat letztes Jahr. Ne? Genau. Als nächstes kommt dann die simulierte Firma oder so. Also ich meine, wir hatten hier Security Researcher, die sich darüber beschwert haben, dass die Firmen, die angegriffen werden, nicht genug darüber veröffentlichen, wie der Angriff stattgefunden hat. Und so, und die Antwort ist halt, die haben halt alle viel zu tun, das hilft denen auch nicht weiter. Und simulier dir doch deine Firma und guck dann, wie die angegriffen wird. Okay, weiter. Ja, und dann ToxFox für Hardware. Ich meine, wer kennt ToxFox? Das ist so eine App vom BUND und damit kann man Kosmetika und sowas und Lebensmittel und so Zeugs einnehmen. Also du scannst halt den Barcode und die App sagt dir halt so, nicht essen, ganz gefährlich. Oder genau. Kann man essen, ist öko und irgendwie. Oder war das nicht mehr so, schmier dir das nicht ins Gesicht? Oder sowas. Ja, wie auch immer. Also so Zeugs und das brauchen wir eigentlich. Und das ist auch crowdsourced. Ne? Das machen die nicht alles selber, sondern da kann man auch die Inhaltsangaben selber irgendwie hochladen. Und die haben noch tolle Features mit drin, müsst ihr euch mal anschauen. Und also kann man gleich den Herstellern schicken, ich kaufe euren Quatsch nicht mehr, wenn ihr da das Zeug nicht rausnehmt und so. Also und das brauchen wir für Hardware. Also ich meine, man muss da... Das ist so, wie als ich vor 6 Jahren Schnuller kaufen gehen wollte
Und dann stehe ich da vor dem Regal mit den Schnullern und denke, warum sind denn die von der Firma alle fast ausverkauft und die anderen sind total voll? Und es war gerade rausgekommen, dass da überall BPA drin ist, außer in der einen Firma nicht. So, und das ist halt, das brauchst du jetzt beim Saturn auch, ja? Piep. Oh, der Router hat schon seit 2 Jahren kein Firmware-Update mehr bekommen. Den nehme ich lieber nicht. Ja? Das ist keine Selbstverteidigung. Ich meine, wie wollen wir denn sonst das nächste Weihnachten überleben, ja? So. Piep. Gehst dann durchs Heim, ja? Okay, lassen wir das. Weitermachen. Trendsportarten. Ja, Firmware Reversing ist das neue Unboxing. Ne? Also ihr kennt ja so alle so diese Videos halt so mit irgendwie, ich habe mein neues Gadget bekommen, muss ich erstmal zelebrarisch auspacken. Und dann denkt man sich als Hacker, sag mal, und warum hört der jetzt auf? Wo ist sein Schraubendreher? So. Ja. Wo sind die? Das ist das, was wir sehen wollen. YouTube-Videos, die da aufhören, wo die da weitermachen, wo die Unboxer aufhören. Genau, ja? Also Unboxing. Oder so. Und dann nimmst du den Schraubenzieher, ne, Pentalope, und dann ist der JTAG ist da an der Stelle. Ne? Genau. Und dann klebst du das da drauf und dann nimmst du die Perl-Scripts und schiebst das da durch. Ja, gibt's schon, aber es gibt nicht genug davon. Ja? Also ich habe mir das ungefähr so vorgestellt. Man nimmt so Datingportal A und Datingportal B und dann richtet man sich da Accounts an und redet mit ganz vielen von diesen Datingbots und verkoppelt die dann so. Ist so ein kleines Python-Skript, nicht so schwierig, ne? Und vor allen Dingen skaliert es auch. Und also meine Vermutung ist, also ich weiß nicht, ob Joscha da mit mir einer Meinung ist, aber meine Vermutung ist, dass wahrscheinlich auf die Art und Weise am ehesten Schwarmintelligenz entstehen könnte. Ja, davon werden wir nächstes Jahr ganz viel haben. Das Silicon Valley und die Tech-Firmen sich mit den Briten und den Chinesen und eventuell möglicherweise den Amis auseinandersetzen, die halt alle die Hintertüren haben wollen. China hat sein Gesetz schon verabschiedet, in Großbritannien wird es noch diskutiert. In Deutschland sind wir bisher zum Glück davon noch verschont geblieben. Aber die Frage wird halt interessant. Ja. Also was ich den Aktivisten in diesen Ländern ja immer sage, ist, geht zu euren Abgeordneten und sagt ihnen, pass auf, wenn du dieses Gesetz verabschiedest, dann wird an der Tür aus dem Saal raus der nette Mann vom Geheimdienst stehen und dir dein iPhone wegnehmen. Dir persönlich. Und wenn du damit leben kannst, kannst du dem Gesetz zustimmen. Manchmal funktioniert sowas. Genau. Und ich bin da, ich glaube, da kann man echt aufs nächste Jahr gucken oder aufs Jahr drauf. Wie dann so eine Firma Apple, die sich ja gerade sehr stark positioniert in dem Bereich, darauf reagieren wird, wenn die Engländer jetzt sagen, bei uns muss jede Krypto, also was weiß ich, iMessage, FaceTime, lalala, muss das Betriebssystem selber und so weiter, muss jetzt eine Hintertür haben. Ob die dann losgehen und einfach sagen, oh, wir können euch keine iPhones mehr verkaufen, das ist ja schade. Ja? Und dann noch, also nicht ihre Läden zumachen, sie können ja noch irgendwie Macs verkaufen und ein paar Fernseher oder so, aber dann sagen wir, und wir mussten jetzt auch noch 1000 Leute entlassen. So. Das ist, glaube ich, so die keine Ahnung, Links-Außen-Variante. Dann könnte ich mir auch noch andere Stufen vorstellen, sowas wie, wenn du das Gerät einschaltest und dann kommt dieses Hallo, bitte konfigurieren Sie Ihr neues iPhone und dann in welchem Land leben Sie denn? Und dann sagst du UK und dann sagst du, oh, dann muss ich aber alle meine Krypto ausschalten. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher, dass Sie in UK leben?
Wenn Sie Irland anklicken, ist auch alles auf Englisch. Also wir werden sehen. Ja, das Manhattan-like Project, was sich Hillary Clinton da so wünscht, um diese Backdoors zu bauen. Ich glaube, die Vorstellung war irgendwie so, auch Trump hat ja was in der Richtung geäußert, ne? Wir rufen jetzt mal Bill Gates an und all diese wichtigen Leute und führen mit denen dann Gespräche und dann definieren wir ein Manhattan-like Project, um das Internet zu schließen oder so, ne? Ein neues Internet, ja. Ein neues Internet. Oder dass bei dem alten die Türen zuschrauben. Genau. Nee, wahrscheinlich wollen sie ein Schloss davor machen mit so Schlüsseln. Ja, also, das wird spannend im nächsten Jahr. Wir wünschen euch alle viel, viel Spaß am Gerät und einen guten Rutsch ins Jahr 1984. Was soll ich sagen? Vielen Dank, Ron und Frank.